So, einen wunderschönen guten Vormittag, kann man jetzt schon sagen. Wir sind heute beim fünften Webinar zum Thema Headless CMS. Ich muss mich kurz entschuldigen, ich bin heute sehr unscharf zu erkennen und irgendwie habe ich die Kamera nicht hinbekommen, dass sie mich auch ein bisschen schärfer darstellt. Dafür habe ich jemanden mitbekommen, der heute sehr scharf aussieht, Sebastian Glock aus Aber nur Dortmund heute. ist uns nur heute. Ja, vielen Dank, Nico. Auch von mir herzlich willkommen. Sebastian, du bist uns aus Dortmund zugeschaltet oder wo bist du gerade? Genau, aus unserem Dortmunder Headquarter, genau richtig. Sehr gut. Die Dortmunder, die kommen ja jetzt langsam wieder in die Bundesliga, wie ich so gesehen habe, was die Bundesliga diese ja auch spannend macht, wenn ich so Ja, sagen darf, ich als bin selber Münchner. Düsseldorfer, das ist quasi neutrales Terrain, deswegen versuche ich mich aus Fußballthemen rauszuhalten, vor gerade gegenüber dir als Münchner. Kann ich ja, ich kann nur Ja. verlieren, egal was ich sage. Wobei, ich bin der SC Freiburg-Fan, wir sind ja auch Ah, viel Leid okay. gewohnt. Ja, okay. Ja. So, schön. Was haben wir heute mitgebracht? Ja, Thema Headless und Hybrid CMS mit First Spirit. Eben wird Sebastian Glock uns gleich was dazu erzählen. Das Thema Headless, man hört es immer mehr, immer häufiger geht es durch die Medien. Und Sebastian wird uns jetzt gleich einiges dazu erzählen. Ja, was sich dahinter versteckt, was sich auch besonders bei dem CMS First Spirit dahinter steckt. Was ist noch wichtig zu wissen? Wir wollen natürlich auch ein paar Fragen klären während des Vortrags oder am Ende des Vortrags. Und wer es weiß oder wer es nicht weiß, rechts in diesem, in dieser Applikation von GoToWebinar habt ihr die Möglichkeit, eben eine Frage zu stellen. Die Frage wird dann nur jetzt mir gestellt. Ich würde die dann sammeln und entsprechend, wenn es passt, zum gegebenen Zeitpunkt dann auch einbringen. So, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite, weil Sie sind nicht da, um mich reden zu hören, sondern um den Sebastian sprechen zu hören. Und jetzt starte ich auch gleich mal dich als Moderator. Na, Rechtsklick. Oh, zum Moderator nennen. Na, oder bist du schon? Du bist es schon, ja? Du bist schon Ich bin schon. Moderator. Genau, Okay. verdammt, ja. Du kannst einfach nur starten, ja. Ah, guck Hab's mal. Ja, gemacht. dann starte ich mal die Übertragung. So. Nico, du siehst meinen Bildschirm, nicht meine E-Mails. Ich sehe, genau so ist es, ja. Dein Bildschirm, alles Okay. gut. Super. Wunderbar. Ja, dann also auch von mir nochmal ganz herzlich willkommen zum Thema Headless und Hybrid Content Management. Das ganze Thema Headless und Hybrid finde ich vor allem deshalb ganz interessant, weil es ja eigentlich ein Thema ist, was Softwarearchitektur betrifft. Und traditionell setzen sich Marketingmanager ja nicht so gerne mit Softwarearchitektur auseinander, sondern überlassen das eher den Technikern und CIOs und CTOs. Aber bei Hybrid und Headless Content Management ist das ein bisschen anders. Und ich möchte mal einsteigen mit der Frage, warum sollten sich Marketer überhaupt für Softwarearchitektur interessieren? Und zum Beginn mache ich mal so eine ganz kurze Reise, so einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit und starte mal mit diesem Screenshot. Das ist die älteste Version, eine der ersten Versionen von Spiegel Online, zumindest die älteste, die ich finden konnte. Die ist nicht mit First Spirit CMS gebaut, was im Wesentlichen daran liegt, dass eSpirit, die Firma, für die ich arbeite, erst 3 Jahre später gegründet wurde. Aber wenn man sich das mal anschaut, sind viele Dinge spontan ganz interessant. Ja, die Farbgebung ist eher mutig. Man hat ein kleines Bild, klar, aber Ladezeiten waren langsam, aber dafür ein großes Logo. Ja, so viel Zeit muss natürlich immer sein. Die Seite ist auch nicht höher als das hier. Das ist nicht etwa der Kopf, sondern die gesamte Seite. Die hat man früher einfach eher quer als hochgebaut, was zum Beispiel daran lag, dass Mäuse noch kein Scrollrad hatten und kein Mensch wollte also rechts mit dem hakeligen Ladebalken rumfummeln. Aber worauf ich hauptsächlich hinaus wollte, ist dieser Zusatz in der unteren Zeile, lässt sich am besten mit dem Netscape Navigator 2.0.1 lesen. Ja, also wer heute noch so einen Zusatz auf der eigenen Webseite hat, der möge sich vertrauensvoll an Nico wenden. Da gibt es vermutlich Beratungsbedarf. Aber warum hat man das früher gemacht? Ein Grund, ja, gewissermaßen politischer Grund. Microsoft war die Wurzel allen Übels. Bill Gates galt als der Teufel persönlich. Auch das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit dem, was er alles Gutes tut in seiner Stiftung. Aber IE war gewissermaßen verpönt und man muss sagen, Microsoft hat auch einiges dafür getan, sich nicht beliebt zu machen, gerade in der Developer-Community. Vielleicht kennt der eine oder andere, der länger dabei ist, dieses hier, den Box-Model-Bug. Was war da passiert? Es gibt eine Definition, wie breit hat so ein Element auf einer Internetseite zu sein oder wie breit wird es dargestellt in Pixeln. Und
Alle Browserhersteller haben sich daran gehalten, bis auf Microsoft. Und die haben über mehr als ein Jahrzehnt eine abweichende Definition benutzt, was dazu führt, dass Tausende von Entwicklern Millionen von Stunden in Browser-Hacks investiert haben, um die Seiten quasi standardgültig, aber trotzdem EE-kompatibel zu machen. Das ist Gott sei Dank vorbei. Aber ein anderer Grund dahinter, warum dieser Zusatz wichtig war, ist, dass lange Zeit das vorherrschende Paradigma war bei den, ich sag mal, Webredakteuren, Business-Usern, mein Content muss überall gleich ausschauen. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen ein Relikt aus der Printwelt. Ja, weil was hat man damals gemacht, 1996 und auch noch sicherlich ein Jahrzehnt später? Man hat versucht, die Printwelt online zu übertragen, im Web darstellbar zu machen. Und da ist seitdem eine rapide Evolution passiert. Und auf die möchte ich mal ganz kurz eingehen. Nachdem man gewissermaßen Printpublikationen verwebifiziert hat, war der nächste Schritt Content Management. Ja, auch wir als Firma kamen da ins Spiel und haben das erste Mal Nicht-Technikern die Möglichkeiten gegeben, Webseiten mitzugestalten. Mobilisierung hat zum ersten Mal dazu geführt, dass Content eben nicht mehr überall gleich aussah, sondern gezielt derselbe Content auf verschiedenen Kanälen, mobil und nicht mobil, quasi kanalangemessen dargestellt werden konnte. Personalisierung sorgt dafür, dass der Content nicht für jeden gleich ist, sondern jeder das sieht, was am besten zu ihm passt, beziehungsweise was im besten Interesse des Absenders steht. Und heute leben wir schon in einer Welt, wo Experiences durch KI-Unterstützung quasi in Echtzeit zusammengesetzt werden. Immer passend für den richtigen Moment zum User, zum richtigen User auf dem richtigen Device. Was hat das so für Konsequenzen, wenn man mal ganz high-levelig draufschaut? Man bewegt sich so ein bisschen aus einer Welt, wo Pixel Perfect der Anspruch war, hin in eine Welt, wo der Kontext viel wichtiger ist. Der Inhalt muss funktionieren. Vorschau wird weniger wichtig, Kennzahlen werden wichtiger. Ich will wissen, ob mein Content funktioniert. Trägt der zu Conversion bei? Und wenn ja, wie viel? Oder was muss ich tun, damit der Content seinen Wertbeitrag leistet? Und zuletzt, wiederum aus Sicht der Business-User, während vor einiger Zeit Content Management sehr deterministisch war, also ich baue irgendwas zusammen und ich erwarte, dass das genauso rauskommt, müssen wir uns heute einfach mit einer viel höheren Komplexität durchaus auch rumärgern. Man muss diese Komplexität zumindest beherrschen. Also was sind die Konsequenzen für Business-User? Nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Mindestens drei Dinge sind relevant, um als Digital Marketer heute erfolgreich zu sein. Man muss neue Touchpoints erschließen und zwar ohne dabei neue Content-Silos aufzubauen. Nach wie vor will man natürlich alles möglichst an einer Stelle haben, das alte Paradigma von Create Once, Publish Everywhere. Wir müssen uns alle mit wahnsinnig schnell wandelnden Kundenanforderungen auseinandersetzen. Also die alte Welt, wo man vielleicht 2 Jahre Zeit hatte, von der Ausschreibung bis zum Go-Live, die gibt es nicht mehr. Bis dahin haben sich die Kundenanforderungen so rapide geändert, dass man eben viel schneller, viel agiler handeln muss. Und zuletzt müssen wir uns auch alle, wie vorhin schon angedeutet, mit immer komplexeren Digital Experience Ökosystemen auseinandersetzen. Ich glaube, die durchschnittliche B2C-Company hat 17 oder 18 verschiedene Tools im Einsatz, die alle irgendwas zur Digital Experience beitragen. Ja, und die gilt es zu beherrschen, zu orchestrieren und miteinander in den Austausch zu bringen, weil natürlich getrennte Systeme, die insbesondere Content nicht austauschen, am Ende niemandem weiterhelfen. So, wenn wir uns also in dieser Welt bewegen, kann man ganz klar sagen, dass das traditionelle Content Management, also das, was vielleicht der ein oder andere noch aus seinem Firmenumfeld kennt, für solche Agilität einfach nicht gebaut ist. Und ich möchte ein kleines bisschen hinter die Kulissen gucken und schauen, wie das Traditionelle ausschaut, um es dann zu kontrastieren mit den Headless- und Hybrid-Ansätzen. Ja, also wie funktioniert Content Management technisch gesehen seit gut 20 Jahren? Es gibt so ein Backend, da arbeiten die Redakteure, pflegen ihren Content und getrennt davon gibt es also so ein Frontend, das nennt man auch Head oder manchmal Delivery Tier und das ist das Teil, was die Experiences an die End-User ausliefert. Also hier greift man darauf zu und sieht dann zum Beispiel eine Webseite. Der entscheidende Punkt ist, dass bei klassischem, traditionellem CMS, diese beiden Teile eng miteinander verbacken sind. Das ist gewissermaßen ein Produkt, was aus verschiedenen Komponenten betrifft, aber das ist untrennbar miteinander verbunden. Und das bringt eben gewisse Nachteile und Risiken mit sich. Also zum einen ist es ein monolithisches Design, wo Content und die Experiences und auch die quasi die Business-Logik eng miteinander verzahnt ist. Man kann das eine nicht so ohne weiteres ohne das andere ändern. Und man kann durchaus auch sagen, dass das eine sehr gute Lösung ist, aber eben nur für einen Zweck. Typischerweise ist es, eine Webseite zu betreiben, eben Web-Content-Management-System.
Headless-Architektur macht das Ganze ein bisschen anders und setzt genau an diesen Schwächen an. Das Grundprinzip ist ganz einfach. Es gibt wiederum so ein CMS-Backend, da arbeiten die Redakteure. Und getrennt davon gibt es eine Schnittstelle oder eine Komponente, die viele Hersteller, auch wir, Content as a Service nennen. Na, das könnte man auch Microservice für Content nennen. Das ist so eine universelle Schnittstelle, von der Content abgerufen kann. Und zwar gewissermaßen im Rohformat, also unabhängig von der Darstellung. Und die Darstellung selber passiert im Headless-Universum in einer getrennten Frontend-Applikation. Das ist also eine Software, die läuft irgendwo auf dem Webserver oder in der Cloud und wird unabhängig vom CMS entwickelt. Da werden die User Experiences dargestellt und der Content, der wird quasi gezogen aus diesem Content as a Service und typischerweise passiert das über so ein Standardformat namens JSON, also REST Interface, kommt hier auch zum Einsatz. Also falls mal jemand einen Test schreiben muss, das ist die Definition von Headless Content Management, entkoppelte Architektur plus REST API, um den Content abzurufen. Das bezeichnet man auch als Headless-Ansatz. Das kann in vielen Szenarien schon vorteilhaft sein, aber die eigentliche Stärke von Headless kommt dann zum Tragen, wenn es nicht mehr einen Ausgabekanal gibt, sondern viele verschiedene. Also das kann zum Beispiel eine Webseite sein, aber zusätzlich auch eine mobile App, ein Shop oder andere Szenarien wie ein Digital Signage Terminal oder ein Voice Assistant oder vielleicht sogar IoT-Devices. Und das Entscheidende ist, dass bei dieser Architektur alle Ausgabekanäle, alle Touchpoints auf Basis derselben Mechanismen angebunden sind. Man muss also nicht das CMS ändern, um alle diese neuen Touchpoints zu bedienen, sondern es reicht gewissermaßen, wenn man einem schlauen Frontend-Entwickler seine Aufgabe gibt und das passende API-Handbuch und er kann dann unabhängig vom CMS die beste Experience für den jeweiligen Touchpoint erstellen und auch erweitern und verbessern. Das ist also so das ist die Stärke von Headless CMS. Es gibt aber noch mehr Treiber, die diesen Hype rund um Headless ein bisschen anfeuern. Einer sind natürlich mobile Apps, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Die werden für viele auch unserer Kunden immer geschäftskritischer, bis hin zu dem Punkt, wo sie sogar in den Vordergrund kommen und die mobile App, also die native App, wichtiger wird als vielleicht die Webseite. Progressive Web Apps sind so eine Zwischenwelt aus nativen Apps und Webseiten, also Webseiten, die sich bedienen lassen mit dem Komfort von nativen Apps. Auch da passiert sehr viel. Die sind typischerweise optimiert auf Headless Content Management als Informationsgeber. Das Gleiche gilt auch für Frameworks. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so Begriffe gehört wie Angular oder React oder Vue.js. Das sind aus Entwicklersicht gewissermaßen Abkürzungen, ja, Baukästen, um super schnell auf Basis von Headless Content Management Systemen Digital Experiences im Frontend umzusetzen. Auch die arbeiten sehr gut zusammen mit Headless Content Management. Aber der eigentliche Treiber, das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, ist Agilität. Headless ist wirklich der Superpower, um schneller zu werden und schneller reagieren zu können auf veränderte Marktanforderungen. Und ich möchte das nochmal ganz kurz illustrieren. Wir haben vorhin schon über die verschiedenen Frontends gesprochen. Die wesentlichen Stationen der Customer Journey sind heute alle digital. Und wir bezeichnen die hier als Touchpoints oder Frontends. Aber es gibt nicht nur diesen Teil, den man nach außen sieht, sondern es gibt auch einen nach innen gerichteten Teil. Das sind all die Backend-Systeme, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Und das können viele sein. Wir als CMS-Hersteller, wir glauben natürlich manchmal oder würden uns wünschen, dass wir so ein bisschen die Sonne im Universum sind und Content Management und Digital Experience ist das wichtigste System von allen. In der Realität haben Kunden ganz, ganz viele wichtige Systeme. Das kann eine Shop-Engine sein, eine Kundendatenbank, ein Loyalty-Management oder was auch immer gerade zum Business Case passt. Und die Stärke an Headless Content Management oder Headless Architektur ist, dass diese beiden Welten separiert werden. Die werden gewissermaßen voneinander abstrahiert. Und der Vorteil ist, man muss nicht mehr alles mit allem integrieren und einen großen Monolithen bedienen, der dann vielleicht einmal im Jahr gelauncht wird. Da gibt es ein Major-Update oder was auch immer. Sondern Headless ist die Abstraktion zwischen diesen beiden Welten und man kann dann unabhängig voneinander sowohl im Frontend als auch im Backend weiterentwickeln. Also man kann inkrementell die Webseite verbessern, man kann vielleicht ein Update auf der Produktdatenbank fahren, man kann auch eine neue Idee umsetzen mit einem kleinen Team, ohne dass es 37 Seiten Anforderungsdefinitionen schreiben muss, kann man schnell, vielleicht auch mit einem Fail-Fast-Hintergedanken was ausprobieren auf Basis bestehender APIs
und bei Erfolg weiterentwickeln und bei Misserfolg eben wieder einstellen. Und genau dieses Trennen von Aufgaben, das inkrementelle, kleinteilige Weiterentwickeln, das macht Headless so attraktiv aus Sicht der Entwickler, aber auch aus Sicht der Business-User. So, hier nochmal so ganz high-levelig zusammengefasst, was sind so die Top-Vorteile von Headless-Architektur? Hier kommt ein bisschen viel Text, aber wir teilen Ihnen und euch die Folien sehr gerne im Nachgang, deswegen sehen Sie es mir nach. Top-Business-Values sind die beste mögliche User-Experience für jeden Touchpoint, und zwar unabhängig von der Backend-Technologie. Das gilt sowohl für das Skillset der Leute, die hier was bauen, als auch für die Frage der Architektur und Technologiewahl. Man kann Ideen schneller umsetzen und ist einfach innovativer, wenn es darum geht, für den Endnutzer Dinge zu verbessern. Man kann Abstand nehmen von wasserfallartigem Vorgehen und Big Bang Relaunches hin zu einer inkrementellen Weiterentwicklung. Und alles in allem ist es eben ein total sinnvolles Setup für agile Organisationen oder für Organisationen, die dazu streben, agiler werden zu wollen. Reines Headless Content Management kommt aber auch mit, naja, einem gewissen Preis, wenn man so will, oder mit Nachteilen. Und drei habe ich hier mal aufgeführt. Das erste ist, wenn man sich komplett auf Headless committet, hat man so eine Art technologischen Login, der so ähnlich ist wie vorher, nur genau andersrum. Also die Vorteile, die man in der alten Welt hatte, die hat man auf einmal nicht mehr. Zum Beispiel standardmäßige Offline-Fähigkeit. Ja, also wenn Sie sich so ein Digital Signage Terminal vorstellen, das ist vielleicht gar nicht immer online und kann sich den letzten Content anholen, sondern das wird vielleicht nur nächtlich geupdatet. Also Offline-Fähigkeit ist was, was hier im Standard jedenfalls nicht mehr vorgesehen ist. Enterprise-Class-Fähigkeiten. Was hiermit gemeint ist, sind all die Dinge, die man braucht, wenn man in großem Maßstab, also auf Unternehmensniveau, Content orchestriert. Hier spielt Mehrsprachigkeit eine Rolle, Multimandantenfähigkeit, vielleicht sogar Freigabeprozesse. All das sind Dinge, die reine Headless-Content-Management-Systeme unter Umständen nicht so vorsehen oder die man erst per Hand einbauen, nachimplementieren muss. Und der letzte Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Um das mal ganz deutlich zu sagen, Entwickler und Architekten lieben Headless Content Management über alles. Marketer meistens nicht. Und das ist genau die Stelle, wo wir bei eSpirit ansetzen wollen mit unserem Hybrid Content Management. Headless CMS ist gewissermaßen eine Teilmenge von Hybrid Content Management. Und ich möchte jetzt auf den nächsten Folien mal vorstellen, was das für uns bedeutet. Aber ein Aspekt ist mir noch wichtig. Nico, das ist ja auch eine Reihe, die du hier an Webinaren auflegst. Und ich habe diesen zweiten Teil des Vortrags ganz extrem darauf zugespitzt, was machen wir anders? Also was unterscheidet eSpirits Offering von dem, was vielleicht unsere Mitbewerber oder andere Marktbegleiter machen? Darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Als allererstes, damit wir es hinter uns haben, zeige ich nochmal die technische Sicht auf Hybrid Content Management, und ich verspreche, das ist das letzte Architekturdiagramm dieses Vortrags. Ja, danach geht es fluffig weiter. Aus technischer Sicht haben wir wieder Headless-Architektur, also Content as a Service und die Touchpoints, die sich den Content abholen von dieser API. Aber als zusätzliche Komponente kann der Content auch auf traditionellem Wege bereitgestellt werden. Das kann sowas bedeuten wie vorgenerieren, fertige Webseiten kommen raus. Das kann bedeuten, man kann das CMS-native Delivery-Tier benutzen. Das kann aber auch sowas bedeuten wie Tiefenintegration in einen Shop oder in ein Portal. All die Dinge, die Headless eben nicht so gut kann, sind hier technisch abgegolten. Man spricht ja auch von einem nativen Web Experience Channel. Ne? Also das, was traditionelles Content Management sehr gut kann, ist hier quasi gleichwertig verfügbar. Und das ist die Definition von Hybrid nochmal aus technischer Sicht. Hier wird sowohl ein Headless Setup als auch das Head Optional Setup unterstützt, und zwar auf Basis derselben Content-Daten. Man kann beides kombinieren, ohne sich als Entwickler entscheiden zu müssen, was ist denn hier der technologische Ansatz, der zu meinem Use Case am besten passt. Und das führt natürlich zu einer gewissen Experimentierfreudigkeit und damit auch zu Innovationsfähigkeit, weil man eben nicht von vornherein eine Weiche stellen muss, die dann möglicherweise für mehrere Jahre gestellt bleibt.
So, das war die technische Sicht. Aus so einer Marketing- oder User-Sicht bedeutet Hybrid Content Management vor allem eins: Wir bringen zwei Welten zusammen. Das eine ist Headless-Architektur, wie sie heute Entwickler und Softwarearchitekten wollen, mit den Vorteilen hoher Agilität, kurzer Time to Market, schnelles Anbinden von neuen Touchpoints und so weiter. Und das bringen wir eben zusammen mit dem Funktionsumfang, der Mächtigkeit und auch der Nutzerfreundlichkeit von Content Management, wie man das eben aus führenden klassischen Content Management Systemen kennt. Und genau dieser Punkt der Userfreundlichkeit, der ist eben was, ich habe es vorhin schon erwähnt, der bei rein Pure Play Content Management Systemen manchmal zu kurz kommt. Der primäre Content-Zugang ist da nämlich meistens formularbasiert. Ja, und das sieht dann im Worst Case ein bisschen aus wie hier das Symbolbild Steuerformular. Da gibt es also eine ganze Reihe von Feldern, die man füllen kann, Checkboxen, die man setzen kann. Und mit vielleicht ein oder zwei weiteren Klicks kann man daraus, wenn es gut läuft, auch eine Preview erzeugen. Aber die Content-Orchestrierung ist eben erstmal getrennt von der Darstellung des Contents, was ja in vielen Szenarien auch durchaus sinnvoll ist. Auch wir haben optionalen formularbasierten Zugang zu Content Management. In manchen Szenarien ist der, wie gesagt, sehr sinnvoll. Aber wenn es erstmal darum geht, eine Webseite besser, schneller und beherrschbar zu machen für Redakteure, halten wir das nicht für den sinnvollsten Ansatz. Unser Paradigma hier sieht ein bisschen anders aus und trägt bei uns die Bezeichnung Touchpoint Editing. Was das bedeutet, ist, dass wir für die Redakteure im Webumfeld ihr Frontend, also das, was auch der Enduser sieht, zur UI machen. Also wir erzeugen quasi aus dem Touchpoint die Redaktionsoberfläche. Hier mal so was vereinfacht, so, das könnte jetzt also so eine Shop-Homepage sein, die besteht getrennt vom Content Management, wird headless entwickelt auf einer beliebigen Technologie. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir hier ein kleines bisschen Code bereitstellen, der gewissermaßen minimal invasiv in diesem Frontend läuft, zum Beispiel hier so eine Zeile JavaScript, und die führt dazu, dass das Frontend angereichert wird mit Content Management Fähigkeiten. Also das sind die Dinge, die man von einem Content Management System heutzutage erwartet: Freigaben, Nutzermanagement, Integration von Media Asset Management, vielleicht von Videodatenbanken und so weiter. Und ein Redakteur, der muss jetzt gar nichts wissen über die Frage, was ist hier headless und was nicht und wie funktioniert das technologisch, sondern der Redakteur oder die Redakteurin bewegt die Maus über den Bildschirm und all die Elemente, die aus dem CMS kommen und für die er oder sie berechtigt ist, Änderungen durchzuführen oder wo er berechtigt ist, neue Elemente hinzuzufügen, die werden hervorgehoben und man kann unmittelbar ins Content Management einsteigen. Also völlig intuitiv, ohne dass man sich erst gewissermaßen im Formular zurechtfinden muss. Und so bringen wir eben hier aus Redakteurssicht den Komfort, den Sie vielleicht gewohnt sind, aus zumindest guten Web-Content-Management-Systemen zurück in diese Headless-Welt, aber ohne den Overhead, dass man das Frontend erst ins CMS integrieren muss. Wir gehen eben den umgekehrten Weg und integrieren die Editing-Capabilities in den Touchpoint. Was sich hier so ein bisschen abzeichnet auf dieser Folie, möchte ich nochmal ein bisschen zuspitzen. Früher war Content Management ja einfach. Ja, da kam so ein großer Block an Content aus dem CMS und der konstituierte dann typischerweise die Webseite. Aber mittlerweile ist die Welt ein bisschen schwieriger geworden. Content und Third-Party-Daten sind aus Sicht des End-Users alle miteinander verzahnt. Das ist so ein Zusammenspiel aus Content und anderen Quellen, das natürlich hochpersonalisiert. Und nicht nur über einen Kanal, sondern über mehrere Kanäle im Zusammenspiel eben ganz, ganz verschiedener Backends. Und eine entscheidende Frage ist, wie muss man sich denn hier als Content-Management-System aufstellen, wenn die Experiences so hochgradig fragmentiert sind und auch fragmentiert ausgeliefert werden, technisch betrachtet? Was für uns essentiell ist, ist, dass man sich ein Stück weit von diesem alten Mindset verabschiedet, dass es Seiten und Absätze gibt als zentrales Organisationsprinzip. Das passt gut für eine Web-Content-Management-Welt. Aber wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut und wirklich eine Omnichannel-Strategie langfristig fahren möchte, sind Fragmente das bessere Ordnungsprinzip. Also hier wird ein bisschen wegabstrahiert, wo landet mein Content, wo genau wird er dargestellt, und stattdessen konzentriert man sich auf die einzelnen Bausteine von User Experience. Wir bei eSpirit gehen noch einen Schritt weiter und wir begreifen Fragmente auch als zentrale Organisationseinheit,
Aber obendrauf legen wir Varianten oder Dimensionen, wenn man so will. So ein Content-Fragment, das gibt es ja nicht nur in einer Ausprägung, sondern das kann zum Beispiel Sprachen haben. Das kann optimiert sein für verschiedene Zielgruppen. Das kann Teil sein eines A/B-Tests oder vielleicht für eine bestimmte Region ausgerichtet sein. Und all diese verschiedenen Spielarten von Fragmenten bilden wir ab in mehrdimensionalen Fragmenten. Das kann man auch als Metadatum verstehen. Und das Ziel dahinter ist eben, dass dann die Personalisierung im Frontend aus diesen Fragmenten wieder etwas zusammensetzt, was perfekt zum End-User passt. Also Fragmente werden durch smarte Algorithmen wieder so in den Kontext einer Webseite gesetzt, dass sie bestmöglich für den End-User funktionieren. Und was man gewissermaßen nebenbei bekommt als Mehrwert, ist, dass diese Fragmente mehrkanalfähig sind. Und das ist hier mal illustriert am Beispiel der FAQs. Ja, wenn ich die einmal pflege als Fragment, dann stehen sie in der Headless-Architektur natürlich auch auf anderen Kanälen zur Verfügung. Und ein Mehrwert, den wir so liefern können, ist, dass man beispielsweise out of the box denselben Content auch bei Voice Assistants oder in Chatbots bereitstellen kann. Und der große Vorteil ist natürlich, keine Content-Silos, one source of truth, und man kann sicher sein, dass wenn sich vielleicht die Öffnungszeiten ändern oder die Shipping-Bedingungen ändern, dass man an der einen Stelle eine Änderung macht und die sofort durchschlägt auf alle Content-Verwendungen, unabhängig vom gewählten Kanal. Ja, wie beherrscht man diese Komplexität? Formulare haben wir gesehen, vorschauzentrierten Ansatz haben wir gesehen. Wir bringen noch einen weiteren mit, und das ist gewissermaßen der KPI-zentrische Ansatz. Das sind die Smart Dashboards. Was man hier sieht, ist eine zusätzliche Sicht auf den Content. Und zwar insbesondere in Bezug auf die Frage, wo wird mein Content verwendet? Wie wird er verwendet? In welchem Status ist er? Wird er vielleicht gerade übersetzt oder freigegeben? Und wie erfolgreich ist mein Content? Und was dieses Smart Dashboard unterscheidet von vielleicht anderen Dashboards, informativen Dashboards, ist, dass man hier direkt durchgreifen kann auf den Content selber. Also ein Klick auf die Content-Elemente, die hier angezeigt werden, führt einen direkt auf die Content-Verwendung. Man kann den Inhalt ändern, anpassen, die Metadaten ändern und so unmittelbar als Business-User eingreifen und steuern, wenn man vielleicht an den Kennzahlen sieht, naja, hier gibt es Optimierungsbedarf. Und so sind die Smart-Dashboards für uns eben ein weiterer Content-Orchestrierungszugang zusätzlich zu den bestehenden. Der letzte Punkt, den ich nochmal unter dem Aspekt der Differenzierung hervorheben möchte, ist das der Starter-Kits. Ja, Headless Content Management ist schön, macht aber auch viel Arbeit, denn typischerweise entscheidet man sich eben für die Plattform, für den Headless Provider, und schlaue Entwickler implementieren daraufhin ihre Services und so eine Art Zwischenwelt, die man braucht, um das Frontend daraus zu bedienen. Bei eSpirit gehen wir ein bisschen anderen Ansatz, denn zusätzlich zur Content Management Plattform gehört als bei uns standardmäßig zum Offering das Starter Kit. Und das Starter Kit ist gewissermaßen eine Abkürzung für Entwickler von der Plattform hin zum fertigen Frontend. Und die Idee dahinter ist, dass jemand, der ein Projekt umsetzt, von unseren fertig gelieferten Komponenten so viel verwendet wie irgendwie möglich. Also das eine Extrem wäre, man nimmt das fertige Starter-Kit, passt die Farben und den Demo-Content an und kann damit bereits eine Webseite betreiben. Wenn das nicht zu den fachlichen Anforderungen passt, kann man sich gewissermaßen von oben beliebig tief in die Plattform reinarbeiten und in beliebiger Tiefe customizen oder eben die Standardkomponenten ändern. Das Ganze hat natürlich einen modularen Aufbau, sodass man auch einzelne Dinge daraus verwenden kann und andere nicht. Und das Ziel dahinter ist, dass wir eine viel, viel kürzere Time-to-Market mit diesem Vorgehen herstellen können, als es mit dem traditionellen Bottom-up-Vorgehen möglich ist. Also Hybrid CMS Starter Kit ist eine Abkürzung von der Anforderungsdefinition bis zum Go-Live. Da kommt ein vorgefertigtes Frontend als Progressive Web App mit Service APIs, eine integrierte Entwicklungspipeline, fertige Frontend-Komponenten. All das gehört zu unserem Offering und das ist tatsächlich Teil unseres Produktes. Also das ist nicht irgendwie eine Demo oder so, sondern tatsächlich was, was wir pflegen, warten, weiterentwickeln was eben auch Teil unseres Angebots ist. So, nochmal Summary, warum Hybrid CMS? Drei Punkte, Headless Architektur zusammen mit dem Starter Kit sorgt dafür, dass man sehr viel schneller und agiler wird, schneller zum Ziel kommt. Wir verbinden die technischen Vorteile mit
mit der Nutzerfreundlichkeit und dem Funktionsumfang von klassischem Content Management und unser Touchpoint Editing und diese smarten Dashboards, die ich eben vorgestellt habe, sind vorteilhafte Zugänge gegenüber der Art von Content Management, die vielleicht andere Systeme bieten. Ganz zuletzt, wer macht sowas heute schon? Zwei Beispiele habe ich mitgebracht. Geberit kennen sicherlich die meisten von Ihnen und euch, einer der Weltmarktführer im Bereich von Sanitärprodukten. Die haben tatsächlich ein Headless-Szenario komplett umgesetzt, bei dem die Frontends unabhängig vom CMS entwickelt werden und die konnten damit schon in den ersten Phasen die Product- und Brand-Kommunikation in der Time-to-Market halbieren, weil eben die Entwicklung der Frontends deutlich schneller ist, wenn man sie von der CMS-Weiterentwicklung entkoppelt. Reitmans ist ein kanadischer Kunde, das ist der größte Retailer für Frauenbekleidung in Kanada. Und hier gibt es ein ganz interessantes Szenario, weil wir hier unsere Software zusammen mit der Salesforce Commerce Cloud betreiben und beides wird über ein Produkt namens Mobify, Frontend as a Service Anbieter, dann nochmal so gewissermaßen gebündelt zusammengeführt und an den Endkunden durchgereicht. Und das Ergebnis sind super, super schnelle Mobile Experience mit dem Komfort von Mobile App und eben im Backend aus dem Zusammenspiel verschiedener Tools. So, zu allerletzt noch der Company Pitch. Wir machen das schon seit gut 20 Jahren. Content-Driven Experiences ist so das Herzstück dessen, was eSpirit tut. Wir bringen drei Kernkomponenten mit. Das eine ist das hybride Content-Management-System für Spirit, das ich eben ausführlich vorgestellt habe. Weitere Komponenten sind die Intelligent Content Engine für KI-unterstützte Personalisierung. For Spirit Anywhere bündelt unsere Fähigkeiten, eben auf mehreren oder auf allen Kanälen erfolgreich zu sein. Wir sind von Anfang an darauf ausgelegt, integrierbar zu sein, mit anderen Systemen zusammenzuarbeiten, sowohl was eingehende Daten betrifft, Datenquellen und Tools betrifft, als auch ausgehende Daten und Content Experiences, sodass am Ende für jeden Kunden so eine Art individualisiertes Digital Experience Ökosystem steht, bei dem für Spirit eben im Zentrum dabei unterstützt, diese Experiences zu skalieren und für nicht technische Business User beherrschbar zu machen. Und damit, lieber Nico, bin ich am Ende meiner Präsentation und wir haben noch Zeit für Fragen, wenn es denn welche geben sollte. Ja, vielen, vielen Dank, Sebastian. Das war eine, wie sagt man, perfekte Time to Finish. Genau die 30 Minuten auch wirklich eingehalten. Wir haben am Anfang ja noch ein bisschen anders unterhalten. Also vielen, vielen Dank. Es sind auch schon Fragen da. Die eine gerade nochmal zum Schluss hin zu den Smart Dashboards, die du kurz angerissen hast. Das ist natürlich wichtig, dass die eine Antwort geben sollen, eben wie erfolgreich der Content ist. Was kann man da genau messen? Kann man da zum Beispiel Google Analytics mit einbinden? Kannst du dazu kurz was sagen? Ja, Google Analytics Daten kann man mit einbinden. Da ist halt die Frage, was ist da dieser Mehrwert? Ne? Weil Google Analytics hat ja an sich schon ein sehr schönes Dashboard, wo man auch so eine Funnel-Analyse und sowas machen kann. Und unser Ziel ist jetzt nicht, die Dinge nachzubauen, die andere Tools schon sehr gut können. Der primäre Fokus aktuell liegt tatsächlich dabei, Redakteure dabei zu unterstützen, den Content zu orchestrieren. Das ist, wenn ich mich mit unseren Usern unterhalte, immer eine der zentralen Herausforderungen, den Überblick behalten. So ein Redakteur im Headquarter bei Geberit, der ist verantwortlich für 50 verschiedene Länder und knapp 20 Sprachen. Und da genau sicherzustellen, ist mein Produktupdate auf allen Webseiten angekommen? Haben es alle Lokalredakteure überarbeitet, freigegeben, veröffentlicht, ist der Übersetzungsprozess durchgelaufen. Dieses Überblick behalten, das ist im Moment der zentrale Fokus. Content-Erfolg ist der andere Fokus, also messen, wie geht mein AB-Test aus, welche Content-Variante performt besser als die andere und daraus dann eben eingreifen zu können. Das ist im Moment der Fokus der Smart Dashboards. Okay, Dankeschön. Du weißt ja, in unserer Branche würden wir, glaube ich, jedes Buzzword-Bingo gewinnen, weil wir schon ganz viele Buzzwords haben in irgendeiner Form, die lassen sich nicht vermeiden. Gibt es denn zu diesen zwei Buzzwords, Content as Service und Headless, ist das Gleiche? Meint es was Ähnliches? Gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine super gute Frage. Und tatsächlich dachte ich auch bei der Vorbereitung dieses Vortrags, also es wird
es wird gar keiner merken, ob dieses Ding hier auf Deutsch oder auf Englisch ist, weil es ist so vollgepumpt mit Anglizismen und Buzzwords, die aber häufig tatsächlich keine deutsche Entsprechung haben. Ne? Also auch für Content as a Service und Headless, kopflos, funktioniert irgendwie alles nicht so richtig gut. Ja, aber die Grundfrage zurück, was ist der Unterschied zwischen Content as a Service und Headless? Also Headless ist ein bisschen das gesamte Architekturkonzept. Also man entscheidet sich dafür, die Systeme Headless einzusetzen. CAS ist vor allem eine Komponente von Content-Management-Systemen, die das Content-Management-System in die Lage bringen, Headless-Szenarien umzusetzen. Also man nimmt im Falle von FirstSpirit, gibt es eben das CMS-Backend und durch den Einsatz von Content-as-a-Service als Komponente wird daraus ein Hybrid-CMS. Also das ist wahrscheinlich architektonisch gar nicht so wahnsinnig relevant, aber CAS als Komponente spielt für viele Leute, glaube ich, eine große Rolle. Ja. Also danach fragen halt, auch, danach fragt der Markt eben auch, ne? Content as a Service. Ja, Punkt. Dann nochmal zurück zu den Redakteuren. Du hast ja vorher gesagt, die Techniker, die lieben das Headless immer sofort, weil die halt viele Möglichkeiten da drin sehen. Für Redakteure ist es dann eine gewisse Komplexität, die jetzt damit dazukommt, weil es nicht mehr so ist. Ich habe einen Content, ich weiß gleich, wie er ausschaut. Was ändert sich denn jetzt so für die Redaktion, wenn man immer mehr Richtung Headless geht? Ja, also das ist ein Aspekt, der mir auch in diesem Vortrag nochmal sehr, sehr wichtig war. Und um es einmal zuzuspitzen, wenn es gut läuft, ändert sich für Redakteure nichts. Also außer, dass sie Möglichkeiten dazu bekommen. Ne? Also in der alten Welt ist ja der wesentliche Pain von Redakteuren gar nicht, dass die Preview so schlecht ist, sondern der Pain ist, es dauert zu lange, wenn ich einen neuen Touchpoint erschließen möchte, wenn ich vielleicht als Marketingmanager den Auftrag bekomme, binde mal ein Chatbot an oder mach doch mal was mit Alexa, das dauert zu lange. Auch neue Elemente, selbst neue Elemente auf einer Webseite zu verbinden, ist häufig halt dann so ein Agenturprojekt und dauert Monate von der Idee bis zur Umsetzung. Also an den Stellen wird es, glaube ich, für Redakteure im weiteren Sinne besser, weil sie gewinnen an Agilität, an Geschwindigkeit und langfristig natürlich auch an Möglichkeiten. Unser Ziel in der Implementierung ist ganz klar, dass sich nichts verschlechtert. Also jemand, der heute eine Webseite mit dem Komfort und dem Funktionsumfang von WCMS bedient, der soll auch in der Headless-Welt dieselben Möglichkeiten haben und denselben Komfort haben. Ich glaube schon, dass sich langfristig dieses Mindset von Fragmenten auch ein bisschen auf die redaktionelle Arbeit niederschlagen wird. Ja, also heute sehe ich noch, dass viele Redakteure also in ihrer Grundkonzeption anfangen bei der Seite. Also ich brauche hier eine Landingpage, da muss was Bestimmtes stehen. Ich glaube, langfristig wird auch das Redakteursdenken sich stärker shiften in Richtung Fragmente. Was sind die Bausteine, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen? Man wird den Algorithmen stärker vertrauen, dass sie die Ergebnisse oder die Bausteine auch richtig zusammensetzen. Aber aus meinen Augen ist das nicht mit einem Komfortverlust verbunden. Na, sondern der gewohnte Komfort in einer höheren Komplexität, die eben abgefangen wird durch das schlau aufgestellte hybride CMS. Danke. Was denkst du, ist das klassische CMS, so wie es WordPress und Co. machen? Ist es obsolet geworden oder nahe Zukunft obsolet? Also WordPress im Speziellen und die anderen Open-Source-Anbieter, die es da noch gibt, für die gibt es natürlich einen gigantischen Markt gewissermaßen unterhalb des Enterprise-Segments. Es ist schon klar, dass man so ein hybrides CMS wie FirstSpirit oder auch einige der anderen Gäste, die du in deiner Webinarreihe beleuchtet hast, dass die wahrscheinlich keine gute Wahl sind, um, ich sag mal, die Homepage für eine Zahnarztpraxis zu betreiben. Ja? Also dafür ist ein Enterprise-Class-CMS einfach zu mächtig und zu groß im Funktionsumfang. Von daher gibt es einen großen Markt für WordPress, keiner, der in dem eSpirit auch aktiv ist, also das ist weitgehend überschneidungsfrei. Also für mich ist das ein produktives Nebeneinander und kein Gegeneinander. Das ja, sehe ich durchaus als konstruktive Zusammenarbeit an.
Wenn du jetzt im Enterprise-Umfeld siehst, gibt es eine Anzahl von Systemen, also eine gewisse Komplexität, wo du sagst, da macht jetzt wirklich der Headless-Ansatz auf jeden Fall Sinn. Oder sag mal so, ab dem Zeitpunkt, wenn man da drunter fällt, wo man sagt, nee, da würdest du tendenziell zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen, nee, da macht man es noch eher klassisch auch im Enterprise-Umfeld. Ja, also ich glaube, jeder, der heute auf der grünen Wiese anfängt, Digital Experiences zu bauen, also zumindest mal für Web und Mobile Web, der würde sich heute für einen Headless-Ansatz entscheiden, weil man mit diesen Frameworks, die es heute gibt, ein paar habe ich ja schon genannt, einfach viel, viel schneller gute Ergebnisse erzielen kann. Ja, man muss nicht mehr von der Pike auf sich genau überlegen, wie verhält sich welches Bild in welchem, bei welcher Bildschirmgröße, sondern man kann da einfach auf fertige Elemente und einen fertigen Erfahrungsschatz zugreifen. Also ich glaube, Headless lohnt sich heute schon für jeden, ganz unabhängig von der Zahl der Subsysteme, die da zum Einsatz kommen. Wo es sich nicht lohnt, ist, wenn man sich begnügen kann mit einem sehr hohen Grad an Standardisierung. Ja, also Stichwort WordPress, vorgefertigte Themes. Ne? Also wenn ich vielleicht als kleiner Selbstständiger damit leben kann, dass meine Webseite unter Umständen so aussieht wie viele, viele andere Webseiten da draußen und nur aus einer Handvoll von Pages mit Standardfunktionen bestehen, dann ist Headless wahrscheinlich drüber. Aber alle, die ihr eigenes Ding machen wollen, die sind mit Headless, glaube ich, gut beraten. Das ganze Thema ist ja relativ neu, weil wir sind seit 20 Jahren den klassischen Ansatz gewohnt. Und jetzt kommt da so ein neuer Ansatz. Was würde man im Unternehmen tun, um zu sagen, dass man die Kollegen, also wenn jemand das einführen möchte, dass man die Kollegen da ein bisschen mit informiert in der Umgebung, ein bisschen inspiriert? Was kann man da tun? So, weil es ja was Neues und Neues führt ja häufig zu Widerstand, weil es ja Ja. früher besser war. Was würdest du da raten? Was wäre so ein gutes Vorgehen? Auch das ist eine super spannende Frage. Was ich selber beobachte, wenn ich mit den Kunden rede, ist, dass es, also ich sage jetzt mal so das böse Wort, ja, so Digital Maturity, ja, oder digitales Vorwärtsdenken, da sind unterschiedliche Mitarbeiter beim selben Unternehmen auf einem total unterschiedlichen Stand. Also wenn man mit so einem Softwarearchitekten redet, da kann man ganz viel von der neuen Welt und smarten Algorithmen und Headless Architektur und so weiter sprechen, wohingegen viele Redakteure noch in dieser klassischen Web-Content-Management-Welt zu Hause sind. Ich glaube, mit beiden Zielgruppen muss man unterschiedlich sprechen. Und was für die Leute, die sich schwer tun mit dem Wandel, total wichtig ist, ist nochmal deutlich zu machen, wie sich die Welt draußen verändert. Und wie weniger wichtig Webseiten werden, wenn man sich die typische Customer Journey anschaut. Ja, und wie letztendlich digitale Transformation sich niederschlägt auf das, was wir alle tun. Also früher war die Webseite so ein bisschen auch für die meisten unserer Kunden so ein bisschen das Web-Aushängeschild, ja, Web-Visitenkarte, das große Informationsportal. Das will ja heute keiner mehr, sondern so eine Webseite muss ja auch Teil des Revenue Streams werden. Na, da müssen Services angebunden werden. Da sind vielleicht sogar Commerce-Funktionen zu Hause. Und ich glaube, für Leute, die sich schwer tun mit dem Wandel, muss man nochmal ganz deutlich machen, wie ändert sich die Welt da draußen und wie muss sich dann Content Management ändern, um langfristig erfolgreich zu sein. Das ist in meinen Augen so ein bisschen der Erfolgsfaktor, um da auch Verständnis und Begeisterung für zu schaffen, sich auf diese neuen Dinge einzulassen. Aber da hast du wahrscheinlich sogar noch viel mehr Erfahrung als wir als Berater, Nico. Ja, nee, ich gebe dir da schon recht, so wie du es beschrieben hast. Ich habe vielleicht noch eine andere nette Frage an dich. Schade, ich dachte, ich kann den Ball mal zurückspielen. nein, also grundsätzlich ist es so, vor 20 Jahren war es ja so, dass die Unternehmen gesagt haben, oder die Geschäftsführung, wir müssen E-Business machen. Damit E-Business können wir die Welt beherrschen und wachsen. Keiner wusste, was es ist. Man hat einfach mal losgelegt, Dinge gemacht, die keiner gebraucht hat. Hat viel Geld gekostet. Dann kam die Dotcom-Krise, auch unter anderem wegen solchen Themen. Was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, hey, das hört sich gut an, ich weiß noch nicht so genau, was es ist, aber ich möchte es angehen. Dass eben nicht genau das passiert, dass man viel Geld ausgibt für Dinge, wo man sagt, da hat man vielleicht den falschen Ansatz gewählt. Wie sollte jemand losgehen? Was sollte er beachten, wenn er damit beginnen möchte? Ja, also ganz klar, klein anfangen. Klein anfangen und experimentieren. Also ein ganz großes Replatforming-Projekt ist natürlich ein Wagnis. Ich glaube, ein sinnvolles Wagnis, aber ohne Zweifel auch eins, auf das man sich erstmal einlassen muss. Ich glaube, man kann heute mit begrenztem
Einsatz von Mitteln sehr klein starten. Und das ist ja nicht zuletzt dadurch möglich, dass auch unser Offering komplett im SaaS erhältlich ist und Pricing typischerweise nutzenbasiert ist. Also wenn man sich für ein Enterprise Class CMS entscheidet, bedeutet das ja nicht mehr zwangsläufig, ich muss da Server installieren und Administratoren ausbilden oder sowas, sondern man kann tatsächlich auch lizenzmäßig bezogen auf den Nutzen klein beginnen, schauen, ob es funktioniert und dann von da aus vielleicht Stück für Stück expandieren und die alte Welt von Headless ablösen lassen, wenn es sich als Erfolg herausstellt. Also start small, fail early oder besser not fail at all, aber start small ist da, glaube ich, der richtige Ansatz. Und Headless ist dafür auch prädestiniert, klein anzufangen, weil es eben nicht voraussetzt, alles wegzuschmeißen, neu zu machen, sondern auch sich gewissermaßen in Nischen ausprobieren lässt. Also Headless als Architektur zu verstehen, nicht als Vorgehensmodell. Korrekt, weil im genau. Sinne von kopflos vorzugehen jetzt, um ja, auch die direkte Übersetzung von DeepL auch zu nutzen, wo man sagt, das ist in der Tat die deutsche Übersetzung missinterpretierbar. Richtig. Prima, wir haben jetzt auch perfekt die Dreiviertelstunde auch eingehalten. Also das ist schon eine super Punktlandung. Also vielen, vielen Dank, Sebastian, an dich auch für die sehr kurzweilige und unterhaltsame Präsentation. Im Nachgang, wir werden das Ganze noch veröffentlichen auf contenttalk.de, da werden die Videos auch veröffentlicht. Auf Xing werden sie auch nochmal im Nachgang veröffentlicht. Das heißt, Sie können sich das Ganze nochmal im Nachgang ansehen. Und natürlich auch, wenn Sie Fragen haben, der Sebastian Glock, Sie sehen hier kurz die E-Mail-Adresse, freut sich natürlich auch über Anfragen, wenn Sie das eine oder andere vielleicht nicht ganz verstanden haben oder einfach generell Kontakt aufnehmen wollen. Ansonsten, sage ich mal, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und Sebastian, dir vielen Dank und viele Grüße noch nach Dortmund. Auch von meiner Seite besten Dank für die Einladung, Nico. Hat Spaß gemacht. Gerne. Mir auch. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.